Diese Einigkeit im Geist. Wir gehen wieder um vierter Farsch, das heißt ein Körper, ein Geist. So ist die Beropen sind, da wir reine Hoffnung an jene Beropung. So der Thema ist immer noch diese Beropung, dass wir wirklich die Klar haben an uns, aus Seelsorge, aus wärmer wir sind, wenn wir Menschen wollen helfen, dass wir Klar haben, diese Beropung brücken wir an uns, um dass wir wirklich Gott sehen, deins tun können. Wenn wir diese Beropung nicht haben, dann ist dort ein Zweifel, was wir tun, dann versägen wir Dinge zu tun. Und ich sage manchmal, wenn wir wirklich diese Beropung klar haben, dann haben wir so ein Körper funktionieren. Ich sage mal, wenn du einen Arm bist, aus dem Beispiel, und der Arm ist nicht all connect und den Verstand, dann sei wir, der ist tot, der schafft nicht. Und diese Beropung ist dort, dass wir wirklich unsere Nerven, was wir brücken, unsere Connections, unsere Mensages, was geschickt wurde vom Verstand, nur die Hand, die Brücke, wie klar hat die schaffen, und da ist dort, was wir mal haben, wann wir alle am seelischen Ding schaffen. Dann brücke wie diese Connection direkt mit dieser Beropung zu Gott, was er hat, um dort wirklich hei, die es, was uns Kontrolle hat. Und er sagt hier, dass wir diese Beropung eine Hoffnung klar haben. So eine Hoffnung ist so, was wir nicht sehen, und aber klar hat das Wort hat. So ist der Glauben ist. Das ist eine gewisse Hoffnung, ab dort, was wir nicht sehen, und wir doch ganz sicher sind. Und ich sage, diese Klarheit braucht wie Tom eine Seele zu schaffen, dass wir dann hier zweifeln, dass wir direkt an Gott geknackt sind oder nicht. Da wenn sage ich, immer schneidig, wenn wir als Seelsorger diese Beropung haben, dann wollen wir die auch beleben lassen. Dann wollen wir eine aktive Beropung beleben in der Utleben. So ist es hier gesagt, du hast bloß ein Haar, du hast bloß ein Glaube und du hast bloß eine Taufe. Weil hier wurde Port gehen und eine Botschaft von Haar und dort, aber was ich rüberbringen will, ist, dass wir diese Beropung klar haben, dass bloß ein Haar, wo eine Beropung ist, was er jährlich ist. Und du hast auch bloß ein Glaube, was uns wirklich die Kraft jaft, diese Ding zu tun. Und du hast bloß eine Taufe, was diese Taufe anhält, dass dort wirklich Lösungen, Heilungen und Erradungen passieren können. Wir sind bloß diese eine Stelle, bloß durch die Kraft von Gott, als wir können diese Lösungen anbieten an Menschen, wenn es andere sind und nicht, was da funktionieren tun. Die tun niemals aktiv wirken. Das sind immer Zweifelsmann. Und da wir das klar haben. Du hast ein Gott und ein Vater, der ist Eva uns alle, der ist Anna uns alle, der ist Derich uns alle. So, wir dürfen hier nicht lang zweifeln, wo wir mit schaffen können oder wollen. Wenn wir da etwa an den leeren Level sind, dort wir uns nicht da verholen, dort wir ohne diese Kraft eingeknackt sind, dort wir wirklich diese Beropung haben, oder wir sind zu hoch und glauben, wir können selbst noch was tun, dann wird es nicht schaffen. Das ist, was sehr klar ist. Viele Menschen, die holen sich von zu hoch, die wollen aus sich selbst ihre wahre Geburt durchschaffen. Die wollen aus sich selbst ihre Troubles seiner Rüte kommen. Da wenn es nötig, dass wir diese Beropung klar Finger down in uns. Und dass wir wirklich dort jählen lassen. Ich sage manchmal, Gott seine Gnade und seine Kraft essen Geschenk, was wir uns nicht kennen, selbst rütbohren oder selbst sein, aber dort zu kommen. Wir fingen nach viel Farsch, wo das sagt, wir sollen uns eifen, die Baste Goven. Dort ist auch nötig, dass wir uns in diese Goven eifen. Aber dann muss wir immer noch klar haben, dass die Goven kommen von Gott. Dort ist der ein Gott, der alle dort. Und er hat uns Gove gegeben, nur die Gnade von Jesus Christus. So, wenn wir diese Gnade betrachten, weil er dort ist, wo an wie manche, wie viel Gove wir haben. Wir sind vielmals so, auch war an das selbste Bild, dort wie glauben vielleicht, ja, man müsse zu wenig, ich kann nicht, dort kann es wir tun. Und die Sache, was dann passiert, ist, dass wir tun nicht wirklich diese Gnade anwenden, was er ist, wenn es die Gnade dort hat, rein alle. Die haben die Kraft über alles. Und die Gnade, die jaft uns die Gaven. Oder mit der Gnade kann wir diese Gaven brücken, was Gott uns geben hat. Wir finden auch sogar, dass Gott uns mehr Gaven jaft. Und über die Gaven, der wir nicht so sehr über sorgen aus, dort wir an dieser Beropung sind. Und dann kann Gott seine Gaven dann anleihen, dort passieren hat. Und hier sind auch Dinge, was das sagt hier wieder, da wollte ich nicht alle lesen, aber das sagt, dass wir wirklich verschiedene Gove kriegen. Das wollen wir jälle lassen.
Weil wenn ich so denke, ein Mensch mit alle Gaben hat, der hat nicht alle, aber dann aus der Gnade nehmen, das Wort Gott am Gaben geben, zu der Arbeit, wo er beropen ist, und an der beropen kann er da beinahe leben. Noch ein Ding im 8. Vers, was er wertvoll ist, er hat dort Gefängnis gefangen, die vierten Haft ins Gaben gegeben. Und das dort, was er ist. Tom dort unsere Gaben schaffen können, macht wie klar, dass wir von der Gefangenschaft los sind. Solange wir uns eh nicht auch kontrolliert werden, uns Fleischlichkeiten, unsere Probleme uns kontrollen können, dann sind wir in der Gefangenschaft. Bannen. Und dann kann die Gaben nicht wirken. Dort, was ich schon sagte, solange ich an den großen Problemen anschaue, wo ich jetzt sehe, was dieser tut, der checkt bloß an die großen Troubles an, an die teuflische Macht an, an die Eva Macht, was er gleich, was der Teufel hat, was er feilt, was er hat, solange er dort bannen ist, dann ist er eine Gefangenschaft fuss. Und dort macht wirklich wahr, dass das Geschenk annehmen von Gott, dass er diese Gefangenschaft auf er gefangen geführt. Er hat die Wache geführt und hat uns geführt, so wie keiner die losfahren. Und das ist auch ein Ding, was wir brücken, dass wir wirklich den anderen Mensch dort gerne mithalten. Dass er wirklich seinen kann, er kann los von diesen Troubles. Noch einerlei, wo ich von reden will, dass nicht zu hoch und nicht zu leicht holen ist, dass wir uns wirklich in Gott sein Uhr gestalten tun, und dass wir dort tun, so es hei an uns non checken dat. Und wo tschau wir weiten, vor uns selbst, wo Gott an uns non checken dat. So dort brücken wir zu verstehen, dass wir wirklich sind, arm, nur sein Ebenbild gemerkt, und ähnlich so es wie an andere Menschen non checken, was uns scheint, ne help zu sein, als auch so es Gott non checken dat. Wenn es viel von uns verstehen, so wie denken, dann lecken sich mit Gott sein Planen, wann wir wirklich in der Wahrheit denken. Dann. Wir sind vielmal so dral mit unseren Gefühlen, dass wir dadurch nicht reich denken. Wir streiten bloß vor uns fleischlich. Aber wenn wir in der Wahrheit angehen, dann fangen wir dort mit einmal, dass wir nicht derben hochholen von uns und nicht leicht, so in Römer 12, Vers 3 sagen das, dort wie nicht zu viel von uns holen, wie es alle mäßig von uns holen. Dort brücken wir Gott seine Augen zu checken, wer wir wirklich sind, nur seine Gnade noch. Das ist, was der Schrift uns lehren hat. Und Gott hat uns Gaben gegeben, nur die Gnade, was er hat. So wie können hier uns besonders demütig an seine Gnade nennen, dort hat er den Mut von der Gnade über den Mut hochhaft. Oder eben der Mutter Deib, ich habe sein. Die Gnade ist unerschöpflich, sagt er auf Hochdeutsch. Wir können die niemals schaffen. So dadurch ist das nötig, dass wir wirklich uns dann nennen und wo Gott in den Namen schicken hat, dort hat wirklich die Gnade haben für uns, so können wir zu anderen. Und wenn die dort nennen lassen, das und wo Gott wirklich nennen schickt und wo er die Rat hat, die Sünde lachen rührt, und du checkst ab so ein Wach an einen anderen Mensch, no, dass du aus dem Port sein und aus dem Deiner Vergatter, aus dem Arbeiter Vergatter, gehen diese Gnade den Menschen zu vergeben. Du kannst du dann denken und dann glauben, wenn wir zu nahen wollen, dass wirklich du kannst diese große Gnade nehmen und dann Wort Gott die Gaben geben. Wir haben das vielmal belebt, kracken, dass wir bloß brücken diese Gnade zu nehmen. Wir kennen nicht, wenn wir da mal einmal eine Person verhaben, wo dann so eine große, tiefe Probleme sind, dass wir fleischlich denken, mal einmal einer bloß fehlt, ich sehe ihn eng, ich weiß nicht wieder. Der Mensch sagt, er hat alles getan und alle Rot, was einer versiegt, bitte allein, dass er nichts. Er sagt, das ist nach Charakter einmal, ich glaube bloß nicht. Mir fehlt Glauben, ich will, aber ich glaube nicht. Dann mal einmal sagen, wir auch ganz am eng. Da sage ich manchmal, wie brücke bloß mit einmal sein, weil der Gnade ist da. Wenn er bei dir nicht schafft, dann magst du Gott zum Lehner. Was meint dort Gott zum Lehner mag? Weil Gott sagt, wenn er uns verjäfft, dann sind wir verjäfft. Gott sagt, wenn wir noch ankommen, wird er uns nicht rutschen. Gott sagt, er verjäfft uns alle Sünde. Er ist drüben gerade in das. Wenn du nicht sagst, du hast das alle getan und das schafft nicht so, dann magst du Gott zum Lehner, wenn es Gott sagt, dann wirst du froh werden. Du wirst eine Freude kriegen. Und wenn du den nicht kriegst, dann magst du Gott am Lehner. So da erst was, und dort will ich nicht tun, dort will ich nicht nehmen, so ich brauche bloß diese Gnade wahrnehmen. Wahrscheinlich nimmst du diese Gnade nicht. Du wirst dort feilen, du wirst dort seinen, du wirst dort weiten. Ah, jo, macht wie weiten, dass wir seilig sind?
Ich sage immer, wir müssen nicht weiten, dass wir seidlich sind. Wir können dort weiten. Wow, der ich dort wir glauben. So, wenn Gottes Wort das sagt, dass es so einfach ist, dort das annehmen, als ein Gnadengeschenk von Gott und dort aktiv merken, dort noch leben, dann habe ich den Mut von seiner Gnade groß gemerkt. Dort erst, wo die aktiv ist. Und wenn wir den Mut von seiner Gnade hochheben, dann jaft er uns Gaben, dort schafft. Was sind Gaben? Oh, wir denken vielleicht an alle haben die gute Dinge getan. No, er jaft uns die Gaben von dem Gefühl, was aktiv ist auf dem Gnade, was wir kriegen. Römer 12, Vers 4, Vers 8. Du redest von diesen verschiedenen Glieder, was wir haben, und die verschiedenen Gaben, was wir haben. Und all diese verschiedenen Glieder und verschiedene Gaben, die kommen durch diese große Gnade, was wir kriegen dann. Waren wir brücken diese Berufung zu verstehen, dass wir wirklich hier an diesem Level sind, wo Gott uns hat, dort diese Ding, diese Gnade, was er hat, dort die wirklich passieren kann. Er hat uns Gaben gegeben, nur seine Gnade nur. Und dass wir ab der Berufung verweichen können. Nächste Ding habe ich eine Frage. Hast du ein offener Hort? Wenn du was ein Seelsorger sein, oder wenn ich will ein Seelsorger sein, habe ich ein offener Hort? Was meint ein offener Hort? Ich sage immer, sind wie am Licht. Mit diesem Ding. Wenn du was eine Seelhalpe, dort braucht ich so wundervoll, kunstvolle, viele, große Gaben, so wie menschlich nachdenken, dort braucht ein offener Hort eine Wahrheit. Wenn du ein offenes Wort, eine Wahrheit hast, du erst, wo der ich Gott seine Gnade wirken kann. Solange wir uns Wort zuschlitten tun, ich habe vielleicht noch so ein Ding, wo ich mich nicht mehr weit, dass mir im Diester, weil du das, wo der Teufel anpackt und hält uns fest. Dort braucht wie ein offenes Wort, in wirklich am Licht zu sein. Wir haben noch ein Vers, ich glaube es in Epheser Kapitel 6, Vers 12, da sagt er, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir kämpfen mit all der Gewalt, die Jäste, die an dieser Lauf herrschen, die an der Diensternis schaffen. Und um wirklich seelsorge Arbeit zu tun, mit dem allmächtigen Kraft Gottes und dieser teuflischen Macht in Nun zu gehen, brücken wir um Licht zu sein. Wenn wir nicht im Licht sind, wenn wir düstere Plagen uns haben, Zweifel haben, Beleidigung haben oder sogar nach Zorn oder was haben, Lust, dann ist dann eine düstere Plage, wo die Teufel uns was festhalten. Gott kann seinen Strom von Gaben nicht wirklich lassen, wenn wir nehmen die Gnade nicht. Diese Gnade ist das Geschenk, dass wir wirklich können los, dass wir uns Wort können abhaben. Und so ist es, ihr seht, ich kann nur um Kriegs gehen. Ich darf nicht nach zwei Monaten lernen, aber ich habe bisher gedacht, um Jahre Seile raten. Ich konnte das Moment nur um Kriegs Christi gehen und dort ist meine Gotteskraft. Du hast, wo ich kann los sein. So, wenn du eine Entschuldigung hast, ich sehe nicht rein genug, ich sehe nicht heilig genug, zum anderen Seile halten, dort meint du glaubst nicht an die Gnade. Wenn du an die Gnade glauben lässt, dann gehst du zu dem Moment an und du lässt dir rein von ihm und du warst frei. Bist du gelöst, hast du noch gebungen hätte. Wahr? Dann musst du sagen, ja, ich sehe lange nicht vollkommen. Eine Klasse, wenn ich mal jeweils von dir, dann noch hört sich einmal an mir und sagt, du weißt was, ich sehe noch nicht reit von Seelsorge. Mir fehlt noch zu viel. Ich sehe noch so viel Städte gebungen. Und ich sage, was hält die ab? Warum das nicht korrekt nur diese gebungen hätte loslassen? Du darfst nicht bei Maria warten, du kannst von dir an. Wenn du hier durch diese Klasse sitzt, dass du noch gebungen hast, hast du ein aktiver Glauben oder glaubst du bloß 2000 Jahre träg, wie du mal Sünde betont, und du löst noch einmal oder nur bei dir, was das auch noch passiert. Du kannst du von dort zu diesem Moment aktiv merken, du kannst ja leist worden von diesem Ding. Und du kannst ja heilt worden. Wenn du sagst, no, ich habe tun schlecht das Heim gehabt, mir ist so beschädigt worden, ich sehe noch einmal so verbessert, ich war so von dem Ding, ich kann nicht nach anderem gehen. Glaubst du, hast du ein aktiver Glauben, dass du wirklich kannst loskommen von dieser Gebungen hätten, oder lässt du dich von der teuflischen Macht noch einmal sein, no, mit dieser tun schlecht. Bist du gerat? Hast du dort klar, dass du gerat bist? Ah, jo, ich habe meine Sünde alle bekannt. Ich weiß keine Sünde, was ich tue. Aber ich sehe zu schlecht. Weil die Fehlgeratung, die braucht eine Lösung.
Der braucht eine Heilung. Der braucht ein Licht. Dann hast du den Haar aus den Leder. Hast du wirklich diesen Haar aus den Leder? Hast du deine Berufung klar, wo du die Berufung bist? Erst dort, wo du was sehen. Oder bist du immer noch ganz leer und gebungen und verbungen mit verschiedensten Dingen?